Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Horizon 2 Forbidden West. Ja, ich freue mich weiter für euch die Videos hochzuladen und hoffe, dass es euch Spaß machen wird. Ja, Hey, Rotschopf! ja, Komm doch mal kurz, ich komme ja? sofort. ja, machen wir einfach mal weiter. Ja, ich habe mich schon gerufen. Rotschopf, komm mal her. Dann kommen wir mal zu ihm. Mal gucken, was er uns sagt. Du, da oben, okay. Ja, hallo. Ich sehe, du bist eine versierte Jägerin. Du hast die Wühler schneller erledigt als die Garde einen Dornrücken. Dann ist die Garde hier durchgekommen? Ja, noch nicht lange her. Haben den Dornrücken erledigt und sind nach Süden. Und dann tauchten die Wühler auf, um den Kadaver zu zerlegen. War ja klar. Süden, verfolgen sie mehr Dornrücken? Vermutlich. Im ganzen Tal wimmelt es von denen. Die Garde schien fest entschlossen, sie auszurotten. Verstehe. Moment mal, Rotschopf. Wenn du im Schrecken jagen willst, brauchst du eine Stolperfalle. Und nicht irgendeine Stolperfalle. Eine von meinen. Kostenlos. Handwerklich solide gemacht. Yep. Hab das Design verbessert, seit ich von Kettenkratz weg bin. Hier ist mehr Platz zum Basteln und weniger potenzielle Unfälle. Ist in Kettenkratz irgendwas passiert? Wohl eher jemand. Lass mich raten. Orvent. Als ich noch ein Haus in der Stadt hatte, haben ihm meine Waren gut gefallen. Hat immer auf den Irvend-Rabatt bestanden. Ich sagte nein, das hat ihm nicht gepasst. Ich kann es nicht beweisen, aber er hat meine Werkstatt in Brand gesetzt. Seitdem fühle ich mich wohler mit etwas Abstand zwischen uns. Der Seilbahnfahrer meinte, dass die Dornrücken erst gestern aufgetaucht sind. Weißt du was über sie? Wie geht's dem alten Kahn? Er und ich sind seinerzeit in allen möglichen Ärger geraten. Einmal da sind. Weißt du etwas über die Dornrücken? Nein. Was Kahn sagt, stimmt. Sie tauchten auf und liefen Amok. Zum Glück kamen du und die Garde genau rechtzeitig, um mir meinen Hintern zu retten. Ja. Ich muss jetzt gehen. Danke für die Stolperfalle. Während du die Dornrücken erledigst, mache ich mich auf den Weg runter ins Jagdgebiet. Weißt du, dass es eine Stolperfallenprüfung gibt? Komm vorbei, wenn du sie versuchen willst. Vielleicht, wenn ich alles unter Kontrolle habe. Erin ging also nach Süden. Ich sollte seine Spuren mit dem Fokus finden können. Das sind die Fallen jetzt. Ja, aber die brauche ich eigentlich gar nicht. Diese Fallen. Was ist denn hier oben? Erstmal gucken, was hier so ist. Ah. Wird wohl hier seine Bude aufgebaut, wa? Ach so. Spuren. Vielleicht von Erend und der Garde. Alles mein Reittier.
In Brutstätten erfahre ich, wie man Maschinen überbrückt. Aber wo finde ich eine? Ein bisschen Material noch mitnehmen. Was ist denn hier los? Klingt, als wäre jemand am Kämpfen. Ja. Oh. Ach nee. Das hier, dafür wurde ich geboren. Keine Buchhaltung. Keine öden Patrouille am Nachmittag. Nur der Hammer. Nur der Kampf. Aloy? Bleib, wo du bist. Ich mach den Rest. Diese Dornrücken haben Säurekanister auf dem Rücken. Ich kann eine Kettenreaktion auslösen, wenn ich sie mit Säurepfeilen treffe. Sinnlos, hier Säure einzusetzen. Ja, ja. Hey Leute. Können wir uns auf halbem Weg treffen? Sieh sich das einer an. Oh.
Irgendwas kann ich doch hier. Ja. Nicht bei Fähigkeiten, ah, doch, da kann ich auch wieder was einsetzen. Ah. Aber ich kann doch hier was einbauen, meine Waffen, ne? Ach ja, hier. Nicht ablegen, Spule bearbeiten, ne? Wie keine. Toll. Ich hab doch Spulen bekommen, oder nicht? Rohstoffe. Ja, okay. Ja, ich bin auch schon da. Genau zur rechten Zeit, wie immer. Tja, du hattest den schweren Teil für mich. Blieben nur ein paar Nachzügler. Wie schlimm ist es? Das hier, wer braucht schon Rippen? Ja, guten Morgen. Schon gut, schon gut. Okay, tja, du bist nicht bis in den Schrecken gekommen, um zuzusehen, wie ich verprügelt werde. Worum geht's? Die Gesandtschaft muss stattfinden. Dann kann ich nach Westen. Und was ich beim Turm getan habe, was wir taten, hat die Gefahr nicht beseitigt. Nur verlangsamt. Es gibt noch mehr zu tun. Wirklich? Das ist großartig. Ich meine, nicht der Gefahr ist nicht vorbei, Teil, der ist nicht so toll. Aber hey, was immer du bekämpfst, dein Speer, mein Hammer, wie in alten Zeiten. Oh. Erend, ich brauche die Gesandtschaft jetzt. Ich kann nicht auf deine Heilung warten. Ein paar Tage Ruhe, mehr nicht. Eigentlich, selbst wenn du nicht verletzt wärst, was ich tun muss, das mache ich besser allein. Allein? Na ja, klar. Erend! Ich störe euch Turteltauben nur ungern, aber ich bin ziemlich erledigt. Ja, stell dich nicht so an, ich komme. Oh, es wird ja immer besser. Hör zu. Ich lass mich zusammenflicken. In Fahrlicht. Wenn die Gesandtschaft stattfinden soll, brauchen wir diesen Sonnenpriester, den gelehrten Muad'Dis. Oh. Den kenne ich. Ich befreie das Tal von Dornrücken und schicke dann Muad'Dis nach Fahrlicht. Dort treffe ich dich. Schätze, das ist eine Art Lebwohl. Wie bitte? Du bittest? Wäre das erste Mal. Was willst du damit sagen? Hey, vergiss es einfach, ja? Es ist nichts. Klingt aber nicht so. Okay, gut. Nach der Schlacht beim Turm, als du fortgingst, du bist ohne einen Handschlag aufgebrochen. Leute wie ich haben an deiner Seite gekämpft und geblutet, Aloy, und du haust ab. Wer tut schon sowas? Jemand, der keine Zeit hierfür hat? Jemand, der einen Grund dazu hatte? Jemand, der keine Wahl hatte? Erend, hör mal.
Tut mir leid, es war nicht leicht für euch, als ich fortging. Und es ist auch jetzt nicht leicht, aber was ich getan habe. Das Leben auf der Erde ist in Gefahr. Und nur ich kann es retten. Das Leben auf der Erde? Ja. Alles wird sterben, wenn ich scheitere. Und dann lass mich helfen. Oh. Das geht nicht. Wir müssen nicht gegen Maschinen oder böse Typen kämpfen, was ich tun muss. Ich kann es nicht mal erklären. Nicht bei Menschen, die mir wichtig sind. So viel zu nützlich sein. Okay. Erend! Bei der Schmiede. Das war mein Stichwort. Vielleicht sollte ich mit euch nach Fahrlicht gehen. Nein, nein, nein. Du bist anderswo gebraucht. Wie es scheint. Wir kommen ohne dich klar. Du wirst dich alleine darum kümmern müssen. Wir halten dich nur auf. Oh, immer den Schrecken. Wirklich zum Ursprung der Explosionen. Material, Material. Aus der alten Welt. Da drin findet sich bestimmt etwas Interessantes. Ja, vielleicht. Wie man da reinkommt. Gucken wir mal. Ach, hier ist ein Eingang. Guck mal. Okay. Was haben wir hier drin? Wo kommt man denn hier hoch? Junge. Wie kommst du da dran?
Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Keine Zeit für so einen Quatsch da. Versiegelte Tür. Offenbar braucht man für die Tür eine Art Schlüsselmodul. Ja. Vielleicht ist eins in der Ruine. Da ist was. Aber wie komme ich dorthin? Das sieht mir nach dem Schlüssel aus. Hm.
Das ist der Steinbruch, den Tullis meinte. Quest. Eine Maschine weniger. Noch einer weniger. Achtung! Munition leer. Eine Maschine weniger. Noch einer weniger. So, der Steinbruch ist sicher. Fremde, komm doch mal her. Wir müssen reden. Ja, Leute. Da machen wir hier Schluss. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann folgt mir doch auf Twitch. Dort heiße ich xxmichaelboxx. Wenn ihr kein Live mehr von mir verpassen wollt. Auf YouTube heiße ich gamingmichaelbo. Auch dort würde ich mich freuen, wenn ihr dann kommentiert, liked und ein Abo da lassen würdet. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, somit sage ich noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, euer Michael.